Mami und Dirk ahnen noch nicht, was sie heute Abend erwartet. Ich glaube, das könnte irgendwas Modernes sein. Irgendwie mit Burger oder Steaks, irgendwie so 3H. Vielleicht ist ja so ganz modern. Haji und Abedin sind auch schon auf dem Weg zum jüngsten Gastgeber der Runde. Würdest du Maxim einen Welpenbonus geben, weil er jünger ist? Nein, darum geht es ja nicht. Es geht hier ums Fachliche. Oh, die Raji hat sich aber schick gemacht heute, hm? Na klar, geht ja auch zu Maxim. Ja, zu Maxim, nicht ins Maxim. Wie geht's denn dir so? Ich bin zwar schon sehr aufgeregt, aber ich denke, das schaukeln wir mal. Oder nicht, Bülent? Hallo? Ah. Jo. Ja, da sind sich zwei einig. Dann kommt doch mal rein in die gute Stube. Winke, winke. Maxim, ab jetzt gilt es. Schließlich willst du ja den goldenen Teller gewinnen. Ich würde mal sagen, schaut euch hier ein bisschen um, fühlt euch wie zu Hause. Und dann setzt euch an einen Tisch. Machen wir. Super. Aber das ist schön aus hier. Sehr schön. Mhm. Als ich reinkam, als erstes habe ich gesehen, wow, tolle Einrichtung. Ganz modern, ganz städtisch. Gefällt mir. So, meine Lieben, sollen wir uns einen Tisch suchen? Ja, machen wir. Gut, dann lass uns mal hier gucken. Wenn natürlich ein Gast das Restaurant betritt, dann finde ich es ganz cool, wenn man auf den Gast zugeht, ihn begrüßt. Darf ich Ihnen aus der Garderobe helfen? Darf ich Ihnen vielleicht gleich schon mal ein Aperitif anbieten, wenn man die Gäste platziert? Ah, so geht noch was. Natürlich fällt der Grill gleich auf. Da. Das ist natürlich sehr außergewöhnlich. Habe ich noch nie gesehen, so im Tisch. Tischgrill erinnert mich an Raclette mit Freunden. Aber ich habe noch nicht sowas im Restaurant gesehen. Und ja, die Neugierde wächst. Der Laden ist ganz schön modern, stattlich eingerichtet. Gefällt mir, sauber. Alles tipptopp. Aber was die fachliche gastronomische Wissen betrifft, fehlt natürlich an der Tischeindeckung. Zum Beispiel Serviette tut man nicht an der Seite, sondern auf dem Teller. Oder zumindest sollte ein Wasserglas auf dem Tisch stehen. Er haut halt direkt wieder einen raus, ohne dass er überhaupt irgendwie was bestellt hat, geschweige denn was gegessen hat. Wenn wir schon 3-Gänge-Menü reden, dann muss das dementsprechend eingedeckt werden. 3-Gänge-Menü, Besteck. Ja, komm. Das darf jedes Restaurant ein bisschen anders machen. Ich kenne ja durchaus auch Sterne-Restaurants. Da kommt man erstmal an einen nackten Tisch und dann wird je nach Bestellung eingedeckt. Ich glaube, in den heutigen Zeiten hat sich das alles ein bisschen gelockert. Ist Abedin jetzt etwa schon bockig? Vielleicht aber auch nur hungrig. Und da kann Maxim ja was gegen tun. So, meine Lieben. Ladies first, bitte. Da hat er dann recht. Also die Speisekarte, wenn Damen am Tisch sind, so viel Etikette und so viel Zeit muss auch sein. Die Damen bekommen bitte zuerst die Speisekarte. Ich erkläre euch das einmal, wie das hier bei uns funktioniert. Wie ihr schon mitbekommen habt, wir haben einen Tischgrill. Das kommt hier vom Korean Barbecue. Es ist ein anderer Style, wir haben das ein bisschen umgemixt. Das ist alles anatolisch angelegt. Was heißt anatolisch? Das kommt aus der Türkei. Anatolisch kommt aus der Türkei? Oder nicht? Weiß ich nicht. Du kennst dich doch da aus. Das ja, ist Anatolien ein Ort, ein Gegend oder was ist das? Anatolisch, das ist ein Ort in Türkei. Ich bin selber aus Anatolien und in der Karte steht anatolische Spezialitäten. Sehe ich auch ein paar anatolische Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeise. Aber plötzlich sehe ich hier irgendeinen griechischen Begriff, nämlich Tzatziki. Irgendwie komisch. Ja. Man hätte schreiben können Jajik. Jajik ist das genau das gleiche wie Tzatziki, aber im türkischen Begriff, anatolisch. Danach kommen die ganzen englischen Begriffe, Burger und das und dieses. All das, finde ich, passt in einem anatolischen Spezialitätenkarte nicht rein. Also wenn es eine anatolische Spezialitätenkarte wäre, dann hätte Abedin natürlich recht. Aber es ist ja ein bisschen was von hier, ein bisschen was von da, ein bisschen was von da, ein bisschen was von überall, von dem her ist er vielleicht jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Kritik schon vor dem ersten Bissen. Höchste Zeit, dass die Bremer Runde etwas zwischen die Beißerchen bekommt. Bülent ist zumindest bereit und bekommt einen charmanten Zaungast. Hallo. Hi. Ich gebe dir mal einfach die Hand. Ich bin die Raji. Ich bin der Bülent, der Küchenchef hier. Was machst du denn Schönes? Also wir machen heute eine Tomatensoße für unsere Tortellini. Wie jetzt gar kein Fleisch? Zu den 3 geschälten Tomaten, die ich reingehobelt habe, habe ich noch mal 50 Gramm Butter dazu getan. Okay. Geiler Trick, ne? Tomaten hobeln, hast immer die Schale gleich raus und hast das reine Tomatenfleisch drinne. Cooler Trick. So, und weiter geht's mit Knoblauch. Der darf natürlich in der medi-orientalischen Küche nicht fehlen.
Was kommt als nächstes? So, jetzt legen wir noch eine Paprika auf die Flamme, dass die Soße noch einen rauchigen Geschmack mit sich nimmt. Hat Bülent bei der Mama gelernt. So. Riecht die schon? Etwas verbrannt. Das soll so sein. Okay, gut. So, und das Ganze wird jetzt geschält. Und danach im Eiltempo zerkleinert. Ach, schau mal, wie schön der seine Lebensmittel behandelt, ne? Bülent, darf ich das probieren? Ja, gerne, aber es hat noch nicht einen guten Geschmack, sag ich jetzt mal. Ich gebe dir mal einen Löffel zum Probieren. Okay. Vielleicht schmeckst du das leicht Rauchige schon etwas raus. Süßlich schmeckt das noch. Ich schmecke noch die verbrannten Stellen noch ein bisschen. Genau. Aber das sollte so sein, ne? Genau, das sollte so sein. Okay. Na, wenn es so sein soll. Wie gewürzt du das alles? Also, ich würze das leicht italienisch. Italienisch? Okay. Genau. Italien ist ja, wenn nicht sogar das Zentrum in der Überbegrifflichkeit medi-orientalisch. Hier haben wir einmal Basilikum. Mhm. Für die fruchtige Note gibt Bülent ordentlich Tomatenmark hinzu und noch etwas Oregano. Jawohl. Wie lange köchelt das jetzt? Das köchelt jetzt ungefähr vor sich hin auf kleine Flamme, circa 40 Minuten. Und jetzt muss das Ganze 2 Stunden kochen. Und dahinter steht schon der Topf, zu dem wir gleich sagen werden, wir haben da schon mal was vorbereitet. Du musst aber keine 40 Minuten warten. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Okay. Probier einfach mal. So, dann. Na, schmeckt's immer noch verbrannt? Sehr lecker. Dankeschön. Erste Pluspunkte von Raji für Bülent. Jetzt kommen wir zu der Tortellini. Okay. Bereiten schon mal die Füllung vor. Hier haben wir ein bisschen Hackfleisch. Dann geht's weiter mit der Zwiebel. Tortellini hätte ich jetzt in einem Grillrestaurant nicht vermutet, aber mal gucken, vielleicht ist ja nur die Füllung oder wie sagt man, die Einlage von der Suppe. Ordentlich Zwiebeln rein ins Hack, durchkneten und dann macht sich der Chefkoch an den Teig. Und die dann selber gemacht, dann ist aber cool. Das scheint auch Raji zu beeindrucken. Blätterteig, Tortellini kannte ich zuvor nicht. Ich fand es klasse, weil es easy zubereitbar war. Und das kann ich jetzt zum Beispiel selber zu Hause kochen. Und das fand ich interessant. Um uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen, drücke ich den Blätterteig leicht in die Form rein, dass ich später sehen kann, wo ich überall die Füllung füllen kann. Also ich kenne auch keine Blätterteig-Tortellini. Und ich finde es, weil das Wort interessant für einen Koch immer so einen Negativ-Touch hat, ich finde es irgendwie, glaube ich, ganz cool, was er da macht. Echte Handarbeit, für die man eine Menge Geduld braucht. Immer leicht, ganz leichter Druck und gleichmäßig. Zur Erinnerung, Bülent ist kein gelernter Koch, sondern Fertigungsmechaniker. Guck mal hier, wie cool. Dafür hat der 27-Jährige aber eine ganze Menge drauf und vor allem eine klare Philosophie. Bei ihm kommt nichts vom Fließband. Was? Oh mein Gott. Perfekt. Ist ein bisschen heiß, aber nicht zu sehr. Lecker. Schon heiß. Ist heiß. Dirk kann sich richtig freuen. Das ist mega lecker. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auch Chef Maxim hätte allen Grund zur Freude, wenn auch die restlichen Vorspeisen so gut ankommen würden. Also legen wir mal los. Der Fatos-Salat mit Walnusskern und Mungosprossen geht an Raji. Für Sigara Börek, gefüllt mit Käse und Spinat, hat sich Mommy entschieden. Manti, also Hackfleisch-Teigbällchen, sind für Dirk. Und Abidin hat Hummus geordert. Was denkt unser Profi? Also ich sag einfach mal, alle Vorspeisen, wie sie sich da auf diesem Tisch gerade präsentieren, hätte ich persönlich selber Lust, einfach mal einzutauchen. Fand das alles sehr appetitlich. Gut, der Look überzeugt schon mal, aber wie sieht es mit dem Geschmack aus? Ja, ich habe ja die Manti unten in dem wunderschönen Schälchen, ist so ein Tzatziki, würde ich behaupten, so eine Knoblauchsoße. Und da drauf sind warme, knusprige Teigkügelchen, die gefüllt sind mit einer Hackfleischfüllung. Ist für mich ganz neu und total lecker. Ist richtig knusprig, warm, angenehm im Mund.
leicht mit Hackfleisch gefüllt, auch eine kleine Menge. Bisschen Tomatensauce oben drüber, das macht das Ganze ein bisschen fruchtig und lecker. Ich hatte Angst, dass die durch die Soße vielleicht durchgeweicht sein könnten oder zu mächtig sind, dass es irgendwie frittiert ist. Und es war frittiert, aber es war für mich keinesfalls zu mächtig. Ja, die werden normal gekocht, stimmt schon. Aber ich finde die Dinger witzig. Ich habe da richtig einen Sechser am Lotto gekriegt heute hier. Das ist echt klasse. Wow, ist auch Raji so voll des Lobes? Ich habe den Salat. Es ist sehr knackig. Die haben halt die kleinen Tomatenwölwände, die sind sehr süßlich. Die haben so einen Balsamicum-Essig verwendet. Der schmeckt auch sehr lecker. Ich finde das sehr lecker, dass sie hier Walnusskerne verwendet haben. Das gibt ihm so einen Crunch. Sie haben hier Mungosprossen verwendet. Das gibt wahrscheinlich diesen koreanischen Touch. Ist so nicht meins. Mungosprossen sind sehr knackig, aber so einen Nachgeschmack haben die so einen bitteren Geschmack. Und das gefiel mir nicht. Ich auch. Hier Weißkäse, sehr weich, gibt eine richtig leckere Note. Also Fazit zu meinem Vorspeise kann ich sagen, schmeckt mir sehr gut, sehr, sehr frisch und sehr angenehm. Mommy, wie sieht's bei dir aus? Hat dich dein Käse-Spinat-Börek überzeugt? Diese Vorspeise, was habe ich hier gegessen? Und mit afrikanischer Teigtasche kann man gar nicht vergleichen. Da war unsere Teigtasche, muss man ein bisschen dicker werden. Und diese hier, was habe ich gegessen? Das, die Teig muss sehr, sehr dünn sein. Knusprig ist nicht, aber ist weich. Die Spinat und die Käse, was ist drin? Mag ich gerne, weil ich mag selber auch Spinat. Und diese Käse mag ich auch. Frischkäse. Darum passt alles zusammen. Man merkt, das ist schön frisch, schmeckt gut. Hast du meinen Teller gesehen? Ne? Ja. Ist schon langsam, schon leer. Schmeckt sehr lecker, wirklich. Wunderbar. Mhm. Abidin teilt ja gerne mal aus. Müssen sich Maxim und Bülent jetzt warm anziehen? Na, wie hat's euch geschmeckt? Das ist der Bülent, unser Chefkoch. Der ist schuld am allen. Wenn ihr Fragen jetzt habt zum Essen genau, würde er es euch am besten beantworten. Ich habe mir Kichererbsenpüree bestellt, heißt Hummus. Schmeckt nicht schlecht. Als ich meinen Hummus gesehen hatte, so umgerührt habe, da habe ich festgestellt, diese typische Farbe ist nicht da. Dann war es diese Püree ein bisschen grober, nicht so ganz fein, sahnig, ein bisschen körnig. Daran sieht man es, dass das eigentlich irgendwie nicht selber hergestellt haben. Dass man jetzt daraus schlussfolgert, dass der Hummus nicht selbst püriert ist, boah, das würde ich mir selber persönlich nicht zutrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du diese Hummus selber zubereitet oder hast du fertig gekauft? Den mache ich immer selber. Welche Zutaten hast du denn hier benutzt? Da ist eigentlich nur die Sesampaste mit drin, Kichererbsen und eigentlich das war's auch. Mhm. Okay. Bei der Hummus hat der Bülent mich davon überzeugt, dass er seine Hummus selber gemacht hat. Und ich schäme mich jetzt dafür. Also er hätte mich auch gewundert, wenn jetzt der Bülent, der ist so ein begeisterter Koch, das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut, dass der dieses Hummus irgendwie kauft. Ich hoffe, der Hauptgang wird euch auch ebenfalls so schmecken. Mal gucken, was ihr gleich dazu sagt. Wir sind gespannt. Es ist zwar ganz gut gelaufen, aber wir schrauben das Niveau, glaube ich, noch mal ein bisschen höher, ne? Genau, wir geben Vollgas und holen uns den Sieg. Dafür muss Bülent bei den Hauptgerichten jetzt eine Schippe drauflegen. Dirk und Mommy sind hautnah dabei. Wir wollen ein bisschen bei dir kochen. Ja, was machen wir? Falafel. Okay. Mhm. Dafür brauchen wir natürlich Kichererbsen. Die sind getrocknet und die müssen wir erstmal einweichen. Mhm. Aber das habe ich schon mal vorbereitet, weil sonst würde das viel zu lange dauern. Wie lange braucht man das? Also wir weichen die immer eine Nacht davor auf. Das, ich würde mal so schätzen, 6 bis 7 Stunden müssen die jetzt eingeweicht werden in Wasser, damit die schön aufquellen. Dann haben wir Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffel, Paprika und Petersilie. Das Ganze wird im Fleischwolf einmal durchgewolft. Dann haben wir eine Masse, die wir dann anschließend frittieren werden in der Fritteuse. Man sieht ja hier, das sind frische Zutaten und diese Masse wird selber gemacht. Der Bülent hat da, glaube ich, ein sehr großes, auch wenn es kein gelernter Koch ist, ein sehr großes Kochherz. Seit der Eröffnung 2017 ist Bülent mit von der Partie und hat dem Urban Grill längst seine eigene Handschrift verliehen.
Abwiegen brauchst du da gar nichts. Das hast du schon so oft gemacht. Genau, alles, ich habe das schon auf die anderen Zutaten. Genau, ich habe das schon so oft gemacht, dass ich kriege das auch blind hin. Gerade bei so einer Sache wie Falafel würde ich einfach auf Nummer sicher gehen, mir einmal ein super Rezept erarbeiten und dann ist es eigentlich auch egal, wer es zubereitet. Und wenn der Bülent mal Urlaub hat oder krank ist, dann kann das auch wer anders genauso übernehmen und machen. Dann hat man immer ein gleichbleibendes Ergebnis. Da hat er recht. Dann haben wir was Spezielles. Okay. Alle Gewürze. Das haben wir so genannt, weil wir unsere eigenen Gewürze zusammengemischt haben, dass wir eine eigene Note reinbringen. Wenn ihr mal riechen wollt. Was ist alles drin? Wenn ich das ist unser Geheimrezept und darf ich leider nicht verraten. Aha. Der Typ ist halt doch irgendwie ein ganz cooler Koch, ne? Immer wenn ich was kneten muss, ziehe ich gerne einen Handschuh an, damit ich mir nicht. Weil das sind starke Gewürze, nachher riechen die Finger noch 3 Tage lang. Also bei dem Handschuhen fand ich ganz witzig seine Erklärung. Ich mag das nicht, wenn das dann an den Fingern so ist und die danach riechen. Eigentlich sind die Handschuhe ja dafür da, dass nicht die Keime der Hände irgendwie an die Lebensmittel kommen. Das Ganze muss jetzt 4 bis 5 Stunden lang ziehen, dass das später schön fluffig ist. Ich habe schon mal was vorbereitet, und zwar einen fertigen Falafelteig. Der ist jetzt durchgezogen, das kann man schön sehen. Und daraus formen wir jetzt Falafel. Die Falafel ist in allen Küchen Vorderasiens und Nordafrikas zu Hause. So, das Ganze wird jetzt frittiert. Wir haben hier einen schönen Former. Den drücken wir nach unten. Hier ist so eine kleine Feder mit drin. Und dippen das ins Wasser, dass sich die Falafel später gut lösen kann. Hier weiß einer ganz genau, was er tut. Bülent überlässt eigentlich nichts dem Zufall. Das ist aber schon ein bisschen gefährlich, ne? Wenn du das da so reinfallen lässt. Ist gefährlich, das stimmt. Angst zum nicht. Nicht, dass sich hier noch jemand Verbrennungen zuzieht. Vorsicht, Dirk, ist heiß. Super lecker. So, jetzt haben wir langsam Hunger, ne? Ja, wir warten auf den Tisch. Okay. Okay. Letzte Handgriffe in der Küche und letzte Vorbereitungen am Esstisch. So, da ich jetzt mit dem Herzhaften grille und du bekommst deinen Burger, ist es besser, wenn wir die Plätze tauschen. Alles klar. Dann. Ja, machen wir das mal. Schnell noch Reise nach Jerusalem spielen, dann kann's losgehen mit der zweiten Runde. Auf die Falafel mit Tzatziki kann sich Mommy freuen. Die Fleischplatte Urban 500, Lamm, Rind, Huhn ist für Dirk, Abedin und Mommy. Dazu gibt's noch knackiges Barbecue-Gemüse. Den Nusret-Style-Burger mit Pommes frites lässt sich Raji schmecken. So, und zu allerletzt, solange der Grill noch nicht ganz offen ist, ein kleiner Show-Effekt für euch. Maxim zieht alle Register. Wow, macht schon was her. Auch wenn nicht alle am Tisch Sinn und Zweck verstehen. Was ist das? Einfach nur so ein Effekt. Witzig! Sieht voll cool aus. Ich muss euch sagen, Maxim hat mich ja nicht gefragt, wie gar ich mein Fleisch hätte. Also mein Rinderpatty. Ich guck mir das mal jetzt mal an. Ich hätte das gerne durch. Jetzt geht's um die Wurst, also das Patty. Das ist ein bisschen roh. Ja, bei diesem kleinen Fitzel, da kann ich ein Auge zudrücken. Ich kann es auch so essen. Man geht dieser Diskussion einfach aus dem Weg, wenn man im Vorfeld den Gast fragt, wie dürfen wir es ihnen denn zubereiten. Hat jetzt hier nicht stattgefunden, aber ich finde es eine coole Reaktion, dass Raji sagt, komm, ich nehme das mal so. Raji ist gnädig. Abedin und Mommy können sich da nicht beschweren. Sie sind selber für die Garstufe verantwortlich. Also, ich möchte mein Hühnerbrustfilet jetzt runternehmen, weil ich ja Medium haben möchte. Dirk, du kannst ja ein bisschen warten, weil du willst ja immer ganz durch haben. Wenn er sein Hähnchenfleisch lieber Medium isst und Gesundheitsgefahren eingehen möchte, dann soll er es machen. War denn dein Hähnchenbruststeak Medium gebraten? Nein, mein Hähnchenbrustfilet war nicht Medium, weil wir einfach nicht aufgepasst haben und ein bisschen zu lange Brust gelegen. Aber qualitativ war sehr schön, sehr zart. Jetzt im Nachhinein hätte ich gerne mitgegrillt. Also ich habe mir jetzt einen Burger bestellt, das war jetzt ein bisschen langweilig. Und die hat ein bisschen Action, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch gewesen. Aber was soll's. Das spricht aber dann schon für das Konzept, ne? Wenn Raji sieht so, oh, das macht Spaß da mit Grillen und sich dann die Fleischstücke hin und her schieben.
Ja, Augen auf bei der Bestellung, sage ich dir nur. Das Burgerbrötchen ist sehr fluffig. Die Kombination gefällt mir sehr. Ist nicht wie der typische Burgerbrot, sondern hat was auf jeden Fall. Die Kombination gefällt mir sehr. Das Brioche-Brötchen an sich kannte ich nicht. Aber es hatte so einen süßlichen Geschmack. Und mit der Kombination mit dem herzhaften Fleisch hat mir sehr gefallen. Kostet 10,90 Euro. Ich finde das zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis ein Tickchen zu teuer. Burger mit Pommes und Salat für 10,90 Euro finde ich eben überhaupt nicht zu teuer. Und es war ja auch kein Standardbrötchen und es war ein selbstgemachtes Burger-Pad. Ich finde es eigentlich auch noch fast zu günstig. Wollen wir doch mal hören, wie es Dirk mundet. Dirk, was sagst du? Ja, also ich habe ja zwei unterschiedliche Soßen. So eine Aubergine-Creme. Die ist nicht sehr stark gewürzt. Schmeckt für mich so ein bisschen, als wäre da auch mit Mayonnaise irgendwie gearbeitet. Also darüber ist so Rauchsalz gestreut. Ich weiß nicht, ob das auch innen drin ist. Ist jetzt nicht so ganz meins. Die zarte Aubergine, die hat halt nicht so einen starken Eingeschmack. Und wenn ich da so was Kräftiges drauf mache, das war mir einfach zu stark. Das ist halt dieses Rauch, was in der Schale sich gebildet hat. Und mich hat's total geflasht, diese Auberginenpaste. Ja, Mumi, wie hat's dir denn geschmeckt? Ich kann nicht so viel erzählen. Aber ich will nur über meine Erfahrung reden. Die Falafel ist gut gemacht, sehr schön alles. Man sieht, dass sie schon schön fertig alles. Aber ist nicht für mich. Schmeckt, kann man normal essen, aber ist nicht so besonders, was will ich sagen, oh, das schmeckt mir so gut, ich will wieder oder unbedingt wieder essen. Nein. Auch wenn es nicht mein Geschmack ist, ich will nie sagen, es schmeckt nicht oder so. Ist nur nicht mein Geschmack. Schmeckt mir nicht, vielleicht schmeckt andere. Maxim Bülent kommt ja mal. Abidin hat mal wieder eine Frage. Bülent, war das Fleisch schon alles vorraminiert, mit Gewürz, mit geölt und alles drum dran? Wir marinieren das leicht, ganz leicht, so dass der Gast noch die Möglichkeit hat, noch etwas Salz oder ein bisschen Pfeffer noch dazu zu geben. Wir wollen das nicht überwürzen, so dass wir die Option haben, okay, es ist gut oder jemand braucht noch vielleicht Salz. Mhm. Ich habe gesehen, es war mariniert, sowohl als ich dabei war, als auch jetzt auf dem Tisch der Kollegen. Die Erklärung mit Salz und Pfeffer hätte ich mir gewünscht, aber man kann ja jetzt, glaube ich, nicht kritisieren, dass es nicht mariniert war. Also es war ready to be grilled und danach darf man es sich als Gast selber würzen. Fand ich völlig in Ordnung. Wie kamt ihr denn so mit dem Grillen zurecht? Habt ihr das leicht empfunden oder war das für euch ziemlich schwer? Ja, also für mich war es ein bisschen schwierig, da ich jetzt den ungünstigen Platz hatte. Ich musste mich so auf die Grillkünste verlassen von denen, die mit am Tisch saßen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, vielleicht das Stück Fleisch doch ein bisschen eher umgedreht zu kriegen. Oder das ist dann halt, ja, wenn es mittiger wäre, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Es ist natürlich jetzt blöd, ja. Mami hätte vielleicht auch mit Dirk tauschen sollen, dann hätte er grillen können. Da kann ich einfach nur sagen, ja, sprechenden Menschen wird dann in so einem Fall auch geholfen. Aber das ist jetzt immer noch keine Kritik an dem Konzept an sich. Ne? Also das war jetzt aufgrund der Logistik am Tisch so. Aber das Konzept, glaube ich, hat alle vier echt abgeholt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gut geschmeckt. Wir gehen jetzt wieder zurück und machen uns an das Dessert ran. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Letztendlich ist es ein Konzept, was darauf ausgelegt ist, dass der Gast selbst mit angreift. Man sagt dazu ja auch Erlebnisgastronomie. Man hat selber das Erlebnis, etwas anzufassen und etwas zuzubereiten. Ich würde lieber Steakhouse wählen, weil mir ein ganzes dickes Stück Fleisch lieber ist, als vorher schon kleingeschnetzelt und dann selber braten. Das süße Finale steht an und natürlich wird auch Bülents Dessertkunst genau unter die Lupe genommen von einem strengen Mitstreiter. Was machen wir Schönes heute mit dir? Also wir machen heute ein Dessert, ist meine Eigenkreation. Aha. Sweet Dragon heißt. Aha. Süßer Drache. Hat aber mit anatolischen Spezialitäten nichts zu tun. Das ist deine eigene Kreation. Hat das, was du jetzt tun, machen willst. Aber ich habe noch mal meine Eigenkreation gemacht. Aha. Das ist ein anatolisches Rezept. Noch mal von mir aufgepeppt.
Dafür braucht Bülent Zucker, Milch, Mohn und Grieß. Dazu echte Vanille aus der Schote. So, und für die Konsistenz, damit das Ganze schön backt, sage ich jetzt mal. Backpulver. Speisestärke. Speisestärke. Genau. Aha, Speisestärke. Der Bülent hat gesagt, dass er dieses Kuchen nach anatolischen Rezepten macht. Aber da war ja nur Grieß aus Anatolien. Ich hätte mehr erwartet. Abidins strenger Blick im Nacken bringt Bülent trotzdem nicht aus der Ruhe. Ich mache das immer so nach Augenmaß, weil ich habe schon ein gutes Gefühl dafür. Für die Systemik oder die Weiterentwicklung des Konzepts oder des Ladens wäre es natürlich sinnvoller, das niederzuschreiben, weil dann kann eben auch mal gegebenenfalls ein zweiter Koch genau dieses Rezept so nachproduzieren. Wohl wahr, nicht, dass in Bülents Urlaub die Küche kalt bleibt. Das ist eher ein milchsüßes Dessert und das Ganze wird abgerundet mit dem Waldfruchtspiegel. Insgesamt bietet der Chefkoch seinen Gästen 4 verschiedene Desserts an. Die gemixten Früchte für den Sweet Dragon werden in der Pfanne erhitzt. Was machst du als nächstes, Bülent? So, jetzt ist unser Waldfruchtspiegel fertig. Und jetzt kommt das schön in diese Form rein. Ah, da macht ja schon das Zugucken Spaß. Mm. Wie vorhin, bisschen wieder schütteln, dass die Masse eben ist, gleichmäßig ist. Und das Ganze muss jetzt wiederum 2 Stunden in den Kühlschrank, dann ist es fertig. Aha, aha. Ich freue mich darauf. Die Desserts sind servierbereit und hoffentlich sind sie auch der krönende Abschluss des heutigen Abends. Künefe, Teigfäden mit Mozzarella-Füllung und Honigwasser hat Abidin bestellt. Urban Snickers, ummantelte Erdnüsse mit Vanilleeis für Raji. Petit Gâteau, der warme Schokokuchen, soll Mommy den Abend versüßen. Und Dirks Wahl, Sweet Dragon. Hübsch, oder? Ey, das sieht geil aus, das Teil. Und auch noch mal diese Drachenfrucht, die jetzt genau die Farblichkeit sowohl des Spiegels als auch der Füllung aufnimmt. Chapeau. Also optisch ist mein Dessert ein absoluter Hingucker. Geiler Scheiß. Also das war das Erste, was ich gedacht habe. Wer kommt auf so eine coole Idee? Und ich frage mich jetzt schon, ob das dann auch wirklich die eigene Idee des Hauses ist und auch wirklich alles selbst gemacht ist oder ob das nicht doch auch eher ein super hochwertiges Convenience-Produkt ist. Ich war ja in der Küche, ich war ja dabei, wie es soweit wurde. Ich kann dich überzeugen, dass der Bülent alles mit eigenen Zutaten, mit eigenem Rezept selber hergestellt hat. Da ziehe ich den Hut vor, weil das als Ungelernter so umzusetzen, war großes Kino. War schlicht, aber gut. Ja, dann widmen wir uns doch mal den beiden Damen der Bremer Runde. Sind eure Nachspeisen auch nach eurem Geschmack? Also, ich habe hier einen Urban Snickers. Erstmal auf einem Sahnebett hast du eine Kugel Vanilleeis und dann hat man karamellisierte, knackige Erdnüsse. Also, ich finde es sehr lecker. Ich muss sagen, die Erdnüsse sind wirklich sehr schön karamellisiert. Die sind wirklich knackig. Zu Eis, was soll ich sagen, es ist typisch Vanilleeis. Die Kombination gefällt mir gut. Die, was ich sehr, sehr hype, würde ich sagen, in jetziger Generation, ist wirklich der Snickers. Also es ist nicht das Typische, was wir kennen, halt aber karamellisiert, gibt diesen Crunch und das gefällt mir sehr. Es hat mir optisch gefallen, geschmacklich gefallen. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden gewesen. Ob auch Mommy an ihrem Finalgang nichts auszusetzen hat? Meine Petit Gâteau als Dessert schmeckt sehr, sehr lecker. Schmeckt gut, sehr gut. Ich bin richtig zufrieden mit dem Dessert. Hast du da auch einen flüssigen Kern gefunden? Nein, ist nicht. Ist so. Ist normal Gâteau-Kuchen. Durchgebacken? Ja. Aber von mir aus war kein Problem. Hat mir gut geschmeckt. Meine Petit Gâteau und Vanille-Geschmack war gut. Sehr schön. Die Hausherren hätten gern einen versöhnlichen Ausgang. Wie hat es euch geschmeckt?
Ich muss dich an einer Stelle kritisieren. Wird wohl nix. Dieses Dessert isst man sehr knackig und knusprig. Leider hast du da nicht so gut aufgepasst. Dadurch ist es matschig geworden. Anstatt größer und knuspriger, matschig. Das kommt ursprünglich aus Hatay. Das ist eine Stadt östlich von der Türkei. Da wird Künefe halt nicht knackig, knusprig serviert. Ich muss sagen, unser Künefe schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Das behaupte nicht nur ich, sondern auch unsere Gäste. Und wir belassen das so auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Guck mal, und das ist ja auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, die man an den Tag legen kann. Unseren Gästen schmeckt das so, deshalb belassen wir das auch so. Das finde ich auch richtig. Müssen die Jungs noch mehr Kritik einstecken? Meine Petit Gâteau, mir schmeckt mir sehr lecker. Aber ich habe nur eine kleine Frage. Meine Frage ist, warum habe ich gesehen, die Karte, wenn man durchschneidet, man bekommt diese bisschen saftig. Aber wenn ich habe durchgeschnitten, habe ich keinen diese Saft gesehen. Das ist nur meine Frage. Dann war der wahrscheinlich zu lange im Ofen. Das tut uns leid. Eigentlich ist er immer auf dem Punkt. Schmeckt mir. Ich gucke nur als Geschmack. Vielen Dank. Das sind natürlich dann große Worte, den eigenen Fehler einzugestehen und sich auch zu entschuldigen. Im Urban Grill geht's jetzt an die Zahlen und die befinden sich in diesem kleinen Schatzkistchen. Stimmt der Preis? Also, wir haben insgesamt 176,90 €. Ich finde das sehr teuer. So circa 45 € pro Person für ein Drei-Gänge-Menü inklusive Getränke in einem so modernen Laden finde ich eigentlich in Ordnung. 45 €, so wie Dirk das zusammengefasst hat, für 3 Gänge Essen und Trinken, völlig angemessen. Wir haben ja gesehen, was wir serviert bekommen haben an Qualität, an Service, an das Ambiente, ist das Preis angemessen. Dann mal die Karten auf den Tisch. Wie viele Punkte bekommt euer heutiger Gastgeber? Ich gebe Maxi heute 8 Punkte. Dirk? 8 Punkte. 7. Die Nummer 8. Maxim übernimmt mit 31 Punkten die Führung. Raji liegt auf dem 2. Platz, ganz knapp vor Mommy. Und morgen greift Abedin an. Austeilen kann er ja gut, aber wie sieht es mit seinem Talent hinterm Herd aus? Wir wollten unseren Gästen die türkisch-anatolische Kultur und Gastlichkeit näher bringen. Wäre vielleicht schöner in einem anderen Behälter gewesen, weil ich hatte Alufolie-Stückchen in meinem Mund bekommen. Angespannte Stimmung. Du musst ja ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen aufpassen, mitdenken musst du ja schon. Ja, Schweigen ist manchmal Gold, ne? Das ist einmal mehr Klappe halten wäre vielleicht besser gewesen. Wohlfühlambiente sieht anders aus. Wird der Abend zum Nervenkrieg?